Wie ist es mit deinem Glauben? Kannst du an diesen Auferstandenen, von dem in den letzten Feiern so viel die Rede war, wirklich glauben, dass er wirklich tot war? Und dass er 3 Tage lang tot war, ist der beste Beweis dafür, dass es kein Scheintod war. Und doch lebendig wurde. Kannst du daran glauben, dass er wieder lebendig wurde? Und das ist keine belanglose Frage für uns Christen, sondern das ist wirklich grundlegend. Über alles andere kannst du dir Gedanken machen eigentlich. Aber wenn du das nicht glaubst, so schreibt Paulus, dann ist dein Glaube nutzlos. Meine auch, wenn ich das nicht glauben kann. Das ist ein hoher Anspruch, ne? Und ich habe so irgendwie den Eindruck, dass sehr viele, die getauft sind, an diesem hohen Anspruch zu scheitern drohen. Weil was bedeutet das schon, ne? Dass er von den Toten auferstanden ist? Das ist das Erste. Wie soll das sein? Wie soll das geschehen? Und die Antwort auf diese Frage ist, ich habe keine Ahnung, wie Jesus von den Toten auferstanden ist. Und das ist auch nicht etwas, was wir je verstehen werden, weil da kommt die Wirklichkeit zusammen und das, was Gottes Reich ist. Und sein Reich ist doch um einiges anders als das, was wir als Wirklichkeit kennen. Und das bedeutet nicht, dass es weniger wirklich ist als die Bank, auf der du jetzt sitzt. Es ist genauso real, aber es ist anders. Ich habe heute einen Vortrag gehört zum Buch Jesaja. Das ist ein Buch, das man eher in der Fastenzeit liest, weil da ist die Ankündigung, dass einer kommen wird, der das Volk Israel erlösen wird. Und dieses Buch wird traditionell in 3 Teile aufgeteilt, weil sie beziehen sich auf 3 verschiedene Zeitalter in der Geschichte Israels. Und so macht man immer Jesaja, Deutero-Jesaja und Trito-Jesaja, also 1, 2, 3. Und man teilt es in 3 Bücher. Wenn man jedoch das Buch liest, zumindest auf Hebräisch, also ich kann es nicht, aber es gibt Leute, die es können und können es auch erzählen, dann gibt es da keine Unterschiede in der Sprache in diesen 3 Büchern. Und das sind doch verschiedene Zeitalter und die Sprache verändert sich. Frag dich, wie deine Eltern geredet haben und wie du jetzt sprichst oder die Ministranten. Es sind doch andere Sprachen. Man verwendet andere Worte. Und stell dir vor, was wäre, wenn Jesaja wirklich ein paar hundert Jahre, bevor das alles eingetreten ist, eine Prophezeiung von Gott bekommen hat. Dass das wirklich alles eintreten wird und es ist so geschehen. Wir sind gewohnt, nur an das zu glauben, was man wirklich anfassen kann. Ja, wo du klopfen kannst, wo du es überprüfen, ausrechnen kannst. Doch du glaubst auch an so viele Dinge, die man nicht fassen kann. Und ich auch. Ich kann mir zwar vorstellen, dass die Erde um die Sonne kreist, aber um ehrlich zu sein, ich habe es nie gesehen. Ich weiß es, das stimmt, es kann nicht anders sein. Aber das ist eine Annahme, darin besteht jede Wissenschaft, dass man Dinge annimmt. Und das ist jetzt die Frage, die sich an diesem Sonntag stellt, besonders wenn man diesen armen Apostel Thomas vor die Augen
geführt bekommt. Er ist echt ein armes Schwein, weil der wird immer so, ja, du ungläubiger Thomas, na, also hast nicht wirklich geglaubt. Und Jesus sagt noch zu ihm diese Worte, na, ja, Thomas, du hast geglaubt, weil du mich gesehen hast, aber seh dich die, die nicht sehen und doch glauben. Vielleicht hat es Jesus ein bisschen anders gesagt. Also die Worte schon, aber die Betonung war wahrscheinlich anders. Was bedeutet es, an diesen Auferstandenen zu glauben? Wie kann ich daran glauben? Und ich glaube, dass die Antwort ziemlich einfach ist. Weil was passiert in diesem Evangelium? Jesus kommt trotz verschlossener Türen, also das ist schon sonderbar, aber er ist auch auferstanden von den Toten, das ist schon sonderbar genug. Also dass dann andere merkwürdige Dinge passieren, wundert die Jünger nicht mehr so sehr. Und er sagt ihnen, hier bin ich, fasst mich an. Und 8 Tage später sind die Jünger wieder beisammen und der Thomas kommt dazu. Und der kann es nicht so wirklich glauben. Was passiert? Jesus kommt und sagt, na, fass mich an. Und darin besteht der Glaube, dass man Gott anfasst. Das klingt jetzt ein bisschen kryptisch, aber wie kannst du Gott in deinem Leben anfassen? Es gibt sehr viele Wege. Also für mich bedeutet es, immer wieder das Wort Gottes in die Hand zu nehmen und es zu lesen. Und ich habe mir zwar vorgenommen, vor fast 2 Jahren die Bibel wieder innerhalb eines Jahres durchzulesen, bin daran kläglich gescheitert, wie immer. Ich bin erst mit dem ersten Teil des Alten Testaments, mit den geschichtlichen Büchern, die echt manchmal langweilig sind, also zumindest für mich. Nicht alles an der Bibel ist super interessant. Jetzt bin ich bei den Propheten angekommen, das ist ein bisschen spannender für mich. Wird wahrscheinlich schneller gehen. Aber lies die Bibel, das ist eine gute Sache, wo man Gott anfassen kann. Das sagt auch der heilige Franziskus zu seinen Brüdern. Auf dieser Erde haben wir von Gott nichts anderes, was wir anfassen, erfahren könnten, als seine heiligen Worte und die heiligen Gestalten von seinem Leib und Blut bei der Eucharistie. Das ist das, was Franziskus gesehen hat. Also das Wort Gottes lesen, an der Eucharistie teilnehmen, sind 2 Dinge, wo man Gott anfassen kann. Und das Dritte, was nicht minder wichtig ist und auch sehr real, wenn du Gutes tust. Kannst dich vielleicht erinnern an das letzte Mal, wo du in deinem Leben etwas wirklich Gutes bewirkt oder erfahren hast. So ist Gott. In diesem ist er auch anfassbar, erfahrbar. Es bedeutet nicht, dass Gott da einen Bogen macht um dich, wenn du leidest und wenn vielleicht der Tag nicht so toll ist. Aber er macht sich für uns anfassbar, indem uns eine unglaubliche Schönheit und Güte entgegengestreckt wird. Manchmal ist es aber schwierig, diese zu erblicken. Ich habe heute so einen Tag gehabt, wo ich ein bisschen grantig schon aufgestanden bin. Dann hat mich alles genervt, zu Mittag wurde es nicht besser. Die Siesta konnte auch nicht sein, weil ich so entnervt war. Und der Abend war auch nicht anders. Und trotzdem weiß ich, dass Gott an meiner Seite ist. Weil ich auch, da wo ich wirklich aus der Fassung gebracht wurde, wo ich entnervt war, Gutes gesehen habe. Das ist etwas, was man lernen kann. Und wisst ihr, mit Beten und Glauben, das ist nicht etwas, was dir geschenkt wird.
Das ist auch etwas, was ich in einer Serie gehört habe, wo ein Boxer einen jungen Mann trainiert. Und er sagt ihm, Champions werden nicht geboren, sie werden gemacht. Und genauso ist es mit Gebet und Glauben. Das ist etwas, was man lernen muss, wenn man es lernen will. Das ist nicht etwas, was dir in die Wiege gelegt worden ist. Und das ist auch gut so. Weil das ist etwas, was jeder von uns lernen kann. Also noch einmal zusammenfassend. Wie kannst du das lernen? Beten, in Gottes Gegenwart leben, an ihn zu glauben, an den Glauben, der auferstanden ist. Indem du sein Wort liest. Die Bibel ist manchmal schwierig, aber sie zeigt uns, wie Gott wirklich ist. Indem du an der Eucharistie teilnimmst, aber so wirklich, mit deinem Herzen und nicht nur zu Ostern, sondern versuch es regelmäßig zu tun. Die Kirche feiert jeden Sonntag Ostern. Das ist die große Einladung, die große Herausforderung. Sehr oft ist es eine Herausforderung. Und indem du Gutes um dich siehst, würdigst und wahrnimmst und auch Gutes tust. Wisst ihr, wenn du Gutes tust, wenn ich Gutes tue, dann ist Gott so gegenwärtig, genauso gegenwärtig, wie er bei der Eucharistie gegenwärtig wird. Genau so und nicht anders. Wenn du Gutes tust, müssten die Engel vor dir auf die Knie fallen, weil da ist Gott in dem, was du tust. Ich ermutige euch, an diesen auferstandenen Jesus zu glauben. Manchmal ein bisschen so wie der Thomas, nicht so wirklich wissend, ob das alles stimmt. Manchmal voller Begeisterung, wie die Frauen, die beim Grab ihn gesehen haben. Manchmal wie der Petrus, der den Auferstandenen 10-mal gesehen hat und doch nichts kapiert. Glaube auf deine Art und Weise. Entdecke, was es für dich heißt, an den Auferstandenen Jesus zu glauben.